Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir sind wieder mit der Yatzo unterwegs. Und unsere Pläne sind... Was war denn mein Plan letztes Mal? Habe ich hier irgendwas gemacht noch? Ich habe nichts... Achso, ich hatte ja Reparaturkits noch hergestellt. So, pass auf. Wir brauchen definitiv für den Blutmond Nahrungsmittel hier oben. Und Trinken. Trinken habe ich... schon ein bisschen was hergestellt. Ich pack nochmal kurz was weg. Ich pack hier einmal Reparaturkits, falls die Axt und Co. kaputt geht. Trinken müssen wir gleich nochmal machen. Muss ich da zum Teich gehen? Genau, mit leeren Wasserkrügen. Hast du noch welche? Ja, ich nehme gleich welche mit. Ich will erstmal was zu essen kochen hier. Ja, vier Stück haben wir ja noch. Dann können wir da trübes Wasser draus machen. Und dann machen wir aus dem trüben Wasser klares Wasser. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht kochen, weil ich keinen Topf habe oder was? Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Hallo, Gnädige! Haben Sie sich verlaufen? Kann ich Ihnen helfen? Manchmal helfen leichte Schläge auf dem Hinterkopf, sich wieder dran zu erinnern, was man eigentlich wollte. Achso, Vorderkopf. Kleinen Moment. Au! Ja, das wird wohl nichts mit der Erinnerung. Siehst du, ich brauche den Topf. Die Erinnerung ist weg. So. Den Topf brauchst du? Ja, dann muss ich hier hingehen. Ein leeres Vogelnest. Achso, ja. Ich bin jetzt bei deinem Feuer. Ja, ja, ich habe ja erst einen Topf gefunden. Hm. So, ich wollte mal ein paar Bäume fällen, aber ich wollte das ein bisschen weg von der Basis machen, damit das bei uns noch schnucklig aussieht. Schnucklig. Schnucklig. Oh, Vogelnest. Das ist gut. Federn und Eier. Federn brauchen wir noch für die Pfeile. Wir wollen uns nämlich jetzt ein bisschen auf den Blutmond vorbereiten. Basis aufbauen, Munition herstellen, Nahrung herstellen, Trinken herstellen. Ich habe keine Ausdauer. Ah, ist nur ein Zombie. Nur. Ja, ich dachte erst, das wäre was Größeres. Ah, da kommt die Gute schon. Passen Sie aber auf, ne? Nicht, dass Sie hier ausrutschen. So manche Tourig sind die Wanderwege nicht so befangen, ne? Also nicht so befangen mit der Wanderwege. Nein. Ja, ich hab's ja gesagt, ne? Zack, ausgerutscht. Mhm. So, da haben wir noch mal ein paar Federn. So, das Rasen. Ich könnte jetzt hier noch mal einen Baum fällen. Was brauche ich denn für die Reparatur für diese Axt? Ein Reparaturkit ist oben links in der Kiste. Habe ich 8 Stück reingepackt. Ich habe hier nochmal Gammelfleisch aus den Gammeln. Was ist denn das Reparat? Ach, das. Genau, die roten Boxen da, ne? Reicht ja eine, oder? Ja, genau. Aus dem Gammelfleisch brauchen wir Gammelfleisch, Lehm, Nitrat und Holz können wir uns auch Beete machen. Und die können wir dann bewirtschaften. Da können wir dann Mais, Kartoffeln und so anbauen. Warte mal kurz. Okay, ich warte. Du sagst, wenn ich wieder hauen darf, ja? Wie war das jetzt mit der Gruppe? Muss ich jetzt auf dieses Kreuzchen? Ach so. Kreuzchen? Ja, ja, Verbündete, hier. Habe ich gemacht. Ich habe den Block noch gar nicht weggenommen, ne? Oh, ist das dumm. Wir müssen zum Händler. Ja, das ist unsere Quest, ne? Mhm. Das müssten wir auch noch erledigen. Ich weiß leider nicht, wo der genau ist. Das zeigt er dir doch an. Ja, achso, doch, ja, andere Teichseite, ne? Ja, da wo ich als erstes war. Ja, bei den Bären und Wölfen und Zombies. Ups. Ja. Da. Frisch gestärkt wieder ans Werk. Ein Flugzeug! Nein, ich wollte gerade sagen, da steht irgendwas. Neue Touris!
Das sind bestimmt neue Touristen. Die wollen sich unser idyllisches Land angucken. Ich habe doch eben erst gegessen. Wieso soll ich denn jetzt schon wieder was essen? Ja, meiner hat auch schon wieder Hunger. Soll ich denn eigentlich bei dem Typen? Ich weiß halt nicht, ob die irgendwas brauchen. Was ist das? Eisen. Das aber wichtiger wäre jetzt eigentlich Stein. Ich bin nur ein paar Bäume fällen und gleich um die Ecke. Ich komme gleich. Nee, ich gehe jetzt da schon hin, ne? Ja, das ist eine... Ja, ich muss da auch hin. Sonst lass mich gleich noch kurz meine Sachen wieder wegbringen und dann komme ich mit. Ja, komm, seh zu. Ja, ich sammle nur noch kurz ein paar Steine. Ja, ich sammle auch gerade hier wieder. Steine brauchen wir, damit wir die Wände verstärken. Ja, ich weiß. Sehr gut. Sehr gut, Jasmin. Im Gegensatz zu dir höre ich ja zu. Hä? Hast du mit mir geredet? Nee. Sehr gut, Jasmin. Oh, ich habe richtig Hunger. Warte mal, ich snack mir mal kurz ein paar fette Eggs. Das ist echt doof, dass ich das nicht so rüberziehen kann. Mein Hunger ist erstmal minimal gestillt. Aber ein bisschen Hunger habe ich immer noch. Wann kommst du denn? Ich baue nur noch diesen einen Stein hier ab, ja? Ich bin gleich da. So, habe ich abgebaut. Bin schon auf dem Weg. Oh, ein leeres Wasserglas. Ein leeren Wasserkrug. Die Axt ist voll gut. Ja, die haut richtig was weg, ne? Die scheppert, sag ich dir. Da fühle ich mich wie ein richtiger Mann. Ein männlicher Mann. Mit Vollbart. Und Bierbauch. Zerstückel gerade die... den Zombie. Den Zombie... welchen? Den ich gerade getötet habe. Du hast einen Zombie getötet? Zombies sind auch Menschen, Jasmin. Böse. Du kannst hier nicht wahllos rumlaufen und Menschen umbringen. Bist du doch. Wenn das die Polizei mitkriegt. Ich weiß ja nicht. Babbelabab. Ey, das ist ja auch eine coole Basis hier. Oh, ein Huhn. So. Ich glaube, ich muss da erstmal zurückkommen. Ich habe Hühnerfleisch. Ach, jetzt weiß ich, wo du bist. Du bist in die falsche Richtung gelaufen. Nein, ich gehe einmal rum. Ja, aber du gehst ja den langen Weg, oder? Hier ist voll die coole Stadt. Hast du das schon gesehen hier? Ja, ja. Da, wo der Schrottplatz ist. Ja. Mit den ganzen Autos. Ich komme mal eben kurz, weil ich hab Hühnerfleisch. Wirst du einmal sichern? Ja. Ach so, ja. Ah ja, was? So. So, ich muss einmal kurz meine Taschen leer machen, bevor wir looten gehen. Stein. So viel Stein haben wir tatsächlich nicht, ne? Nicht mehr, ne. Knochen, Fasern. Das ist das hier. Oh, ja, Eichen. Eichen können wir noch pflanzen. So, dann haben wir das schon mal weg. Ihr und ihr Hunger, ey. Ja, ich habe auch schon wieder... den können wir gleich machen. Den nochmal weg. Eine Truhe hatte ich noch. Machen wir mal hier gekochtes Ei. Da brauche ich noch einen Wasserkrug für. Ach, jetzt habe ich die auch weggepackt. So. Da bist du gerade dran. Ich habe noch mal ein Ei auf dem Herd gelegt. Hab jetzt alles aus meinem Inventar weg jetzt hier. Alles? Naja, Holz und so. Wie war denn das hier? Jetzt muss ich den noch mal drücken. Ja.
Nee, das ist falsch. Das war richtig. Das ist irgendwie faszinierend, aber das will ich so ja nicht haben. Komm hier nicht runter. Jasmin! Hildegard! So. Ach, hier ist ja noch die Latte da. Die muss ich ja noch wegkloppen, ne? Hast du schon gegessen? Ja, ein Ei. Ach, scheiße, falsche Taste. Dann kann ich das andere nehmen, oder was? Das, was gerade brät. Ist schon fertig. Ja, hau dir das rein oder machst du Feuer aus? Da noch einen hin. Bist du? Hinterm Haus. Ich warte quasi auf dich. Hä, wo denn? Also da hinten. Wir müssen noch andere Seite. Ja. Ich, hab hier nur gebaut. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. Oh. Mach Tür zu. Isalete. Oh, jetzt habe ich das Holz nicht weggepackt. Oh. Oh. Die hat immer noch Hunger. So. Und so. So. Für den Pfeil der Fälle. Willst du jetzt hier lang gehen? Ist der Weg nicht länger? Links lang ist kürzer. Ja. Na, aber hier, ja, links kann man die Brücke sehen und rechts halt auch, aber die ist mega weit weg. Also die ist wirklich schon ziemlich weit weg, ne? Scheiß Tempolimit hier. Abgase für die Zukunft. Entschuldigung, ist gerade mit mir durchgegangen. Oh, Stein und Sand. Ich komme, Hildegard. Ich komme. Lehm. So, jetzt müssen wir rechts rum. An dem Einkaufszentrum dran vorbei. Hier habe ich mein Loch gemacht. Hier. Ach, da. Musst du gerade gucken, wo du bist. Wie bist du da rausgekommen? Leitern rechts und links. Stufen. Oh Gott. Das ist so doof, der Trottel, ey. Also ich war vorhin bei 400 noch was Meter nur noch entfernt und jetzt sind wir schon bei 600. Ja. Wo ich auf der anderen, wo ich andere Seite ja, gegangen bin. Ja, du wärst erstmal näher gekommen, weil der genau auf der anderen Seite ist. Unberührt. Hallo, kannst du mal den Müll durchgucken? Da waren 45 Holz drin. Nee, weil der auf der anderen Seite vom See ist. Aber du musst ja dann noch viel weiter, bis du über den See rüber kannst. Hm. Vogelnest unberührt. Die lässt hier alles liegen. Da waren 4 Federn drin, die brauchen wir. Und? Sind die Sachen auch schon nachgespawnt? Nee. Nicht draufgehen, haben wir davon auch nichts. Leer. Leer. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, bis die Sachen nachspawnen, wenn man die gelootet hat. Aber irgendwas zu essen dran. Lehm und Feder. Kartoffelsaat. Toll. Gar nichts, kein XP, kein gar nichts. Oh, mein Müll. Ich habe ihn zuerst gesehen. Er ist leer. Oh Gott, habe ich mich erschrocken.
Kannst du nicht einfach hier vor mir rumschlagen? Warum? Ich hab mich erschrocken. Ich hab ein Ei. Warum? Ein richtig dickes Hühnerei und Federn. Vom Bussard. Bussard. So, Bruder, wir gehen jetzt hier einmal zum Händler. Oh, hier ist noch Stein. Wollen wir den mitnehmen? Komm dann, nehmen wir mit. Wartest du? Willst du mit draufhauen? Ach, können wir jetzt erstmal die Quest erledigen? Ja, ja, das ist viel wichtiger, als sich sicher einzubauen. Oh, ich krieg schon wieder Hunger, das kann nicht sein. Ich habe nur noch ein gekochtes Ei dabei. Oh, hier ist ein Rucksack. Ein muffiger Rucksack. Und ein Wasserglas. Ja. Hase? Da komme ich nicht hinterher. Der ist einfach zu schnell. Den habe ich nicht gekriegt, den Karnickel, ne? Den Karnickel. Den Karnickel. Hier ist noch ein Rucksack von dir. Wo du mal gestorben bist. Hm. Hä? Ich denke, der ist weg. Nee, scheinbar ist er noch da. Wo denn? Bin ich da gestorben? Du kannst ihn nicht sehen. Wo denn? Hier im Haus. Am Haus. Im Haus. Einen Schluck trinken hier für die Ausdauer. Ich hab gar nichts mit. Ich hab noch Trinken hier. Oh. Jackpot. Ich bin überladen. Kannst du mir was abnehmen? Nee. Wäre aber schon cool. Weil sonst bin ich ja voll langsam. Wo bist du denn? Ah, da. Lass mich auf der Straße treffen, dann sehen wir ein bisschen, wenn was kommt. Also, erstmal ist das hier Müll. Jetzt gehe ich mal ein Stück weiter. Hast du eine Rüstung? Nö. Habe ich keine an? Du hast einen Brustpanzer, hast du, ne? Mhm. Ich habe eine Mod für dich, dann kannst du mehr Sachen tragen. Das kann ich hier lassen, das kriege ich ja überall. Das verkaufe ich gleich beim Händler. Oh, ich habe hier noch einen Helm für dich. Alter, der Penner, ey. Wir haben hier Trockene. Kannst du jetzt mal herkommen? Ich musste gerade gegen Zombie kämpfen. Pass auf, ich habe was für dich zum Anziehen. Ach, du hast ja einen Helm, ne? So, warte mal. Du kannst deine, dein Brustpanzer modifizieren. Nimm mal. Ja, bleib doch mal locker. Boah, ey. So. Jetzt gehst du ganz oben bei Fertigung ist doch dieser Manikicken. Ah. Da gehst du rauf, dann klickst du auf deine, auf deinen Brustpanzer. Hä? Der ist genau in der Mitte. Neben dem Manikicken. Hast du? Ah. Dann gehst du auf Verändern. Was willst du von mir jetzt gerade? Geh mal ins Inventar. Ey, bist du doof? Erst soll ich bei Fertigen auf dieses Manikicken gehen. Ja, genau. Ja, bin ich doch. Ja, und da ist doch ein Brustpanzer. Du hast doch was an. Da bin ich bei Kampfeigenschaften, Sprengmeister. Klick das einfach an. Was denn? Hast du, ne? Das, was du anhast, in der Mitte. Also links du hast doch eine Skala links. Da ist ganz oben ein Helm. Dann kommt ein bisschen nix. Dann kommt wieder ein Brustpanzer. Nee. Okay. Du bist doch auf den Menschen gegangen, ne? Der neben dem Hammer-Symbol ist. Nee, du hast eben gesagt, bei Fertigen dieses Manikicken. Ja, ist doch da. Nee. Das Manikicken war gestern der andere da. Jetzt bin ich da, ja. Da hast du in der Mitte diesen Brustpanzer. Mhm. Den klick mal an. Und dann drückst du, A. Ja, und jetzt? Und jetzt hast du links Modifikatoren. Ja. Und da schiebst du die Tasche, die ich dir gerade gegeben habe, rein.
Habe ich. Gut, dann kannst du nämlich mehr Sachen tragen. Mhm. Das bringt mir trotzdem ja nichts. Hä? Was war das jetzt? Ich hatte kurz meine Hose ausgezogen. Kann ich dir noch ein paar Sachen geben, die du trägst? Was ist das jetzt hier? Das sind einfach Sachen, die kannst du einstecken. Bringt ja nichts, wenn ich drauf gehe. Das ist erstmal egal. Ich habe auch noch Nahrung für uns. Hm. Hast du noch Hunger? Jo. Komm mal her. Oh, können wir nicht erstmal gehen? Nein, scheiß auf den Händler. Hä, wir können doch beides machen. Gehen. Nein, und ich kann ja nicht in meinem Inventar rumkramen. Hier, für dich deine Leibspeise. Eine Dose Lachs. Bin immer noch 7 überladen. Aber was habe ich denn hier großartig? Kaffeebohnen. Weiß nicht, wie viel die essen kann, ey. Weiß nicht, was man da für Fleisch jagen soll. Die kann ja essen, das ist ja Wahnsinn, ey. Ich guck mal gleich, was ich beim Händler verkauft kriege. Baust du Rasen ab? Nein, die Blumen. Baumwolle. Nee, die Blumen. Und dies andere da. Für die Axt und so. Oha, ich hab eine Hose. Ja, kannst du anziehen mit Arne. Was ist das hier? Papier kann mit den anderen Zutaten. Flintenmunition, Donnerbüchsenmunition. Nochmal eine Dose, ein Ei. Baller ich mir doch gleich mal ein, ey. Ein Schuss. Also Munition ist noch echt mager bei uns. Boah, ich habe richtig viel eingesammelt. Was? Munition? Ein Rucksack. Ich habe jetzt... sowas. Notiz vom Dokument, bla bla bla. Hier habe ich nochmal Dose Chili. Noch 6 Eier, Medikamente. Eigentlich müsste ich das erstmal zurückbringen. Hm. Messingtürgriff. Oh, den können wir einschmelzen, das ist gut. Ja, vielleicht sollte ich das erstmal zurückbringen. Ja, wir sind doch gleich beim Händler, 200 Meter noch. Und na, oh, was ist das? Warte mal. Wo habe ich denn hier meine leeren Gläser? Da. So, das geht so gar nicht. Klebeband habe ich. Steine. Wo bist denn du jetzt? Ich bin schon Richtung Händler. Ja, genau. Ich muss die ganze Zeit auf dich warten. Hey, ich bin doch hier rechts von dir. Ja, ich habe einen Baum gefällt und Wasser nachgefüllt. So, da kommt ein Zombie. Der kann uns gar nichts. Die olle Troller. Ist das nicht die... Gisela. Die Gisela? Ja. Ich habe gehört, die hat ihren Mann gefressen. Mhm. So beim Frühstück. Ja, ja. Der hat irgendwie Brot gemacht und sie so, ja, ich nicht! Und hat ihn den Kopf abgebissen. Hier ist Mais. Oh, hier sind die blauen Big Bags. Ja, Mais, das können wir anbauen. Ich bin leider schon dezent überladen. Ich müsste auf dem Rückweg was mitnehmen. Oh Gott. Ist er bei dir? Ja, danke für die Warnung. Ich dachte, du hast mich geschlagen, er ist bei dir. Gut gemacht. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich schaufel hier nix ahnend. Ein Grill.
kommst klar, ne? Oh. Nein, jetzt habe ich einen Schuss verschwendet. Das wollte ich gar nicht. Oh, ich gehe, glaube ich, heute noch drauf hier. Haben wir. Wo ist denn jetzt der Händler, Alter? Wir sind gleich da. Oh, hier sind noch Kisten. Auf dem Rückweg müssen wir hier nochmal lang. Schrotflintenmuni? Muskelshirt. Brauchst du ein Muskelshirt? Nee, ich will jetzt erstmal das hier erledigen. Damit ich das ganze geile Zeug nach Hause bringen kann. Ja, ja. Oh, my goodness. Er hat sich voll geil eingerichtet hier. Du bist auch noch ich hier, kann, ne? Ich kann nichts mehr nehmen. Ja, ich auch nicht. Was ist das? Bin ich so langsam, ey. Technik Freak Band 5. Wo ist der? Ach, da. Ich kann gar nichts mehr nehmen. Das kommt weg. Wieso habe ich einen Stuhl? Okay, ich bin vielleicht auch ein bisschen überladen. Was haben wir hier noch? Ölschiefer. Ein Schlafsack? Wieso habe ich einen Schlafsack hier? Oh nein, ich habe nicht vergessen, meinen Schlafsack zu legen. Ich habe den nicht aufgenommen, oder? Jetzt sind die Sachen weg. Ich kriege ein zu viel. Wie soll ich denn das jetzt machen hier? Wieso sind die denn weg? Ich wollte das auf... Weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Sonnenbrille weg. Helm weg. Habe ich. Sonnenbrille. Okay. Wo bist du denn? Beim Händler. Ich weiß nicht, wie ich das hier verkaufen soll. Hauptsache, ich habe jetzt nichts verloren. So, ich nehme hier nochmal ein paar Steinchen mit. Ich weiß echt nicht, wie ich das hier machen soll. Boah, ich komme mal hin. Auf dem Rückweg muss ich vielleicht nochmal was mitnehmen. Ich krieg das jetzt nicht alles mit, ich bin absolut überladen. Wir hätten uns vielleicht nicht unbedingt trennen sollen. Bin jetzt aber auch gleich beim Händler. Ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll. Mit Spiel, Spaß und Freude. Kannst du was kaufen? So, Händler gefunden. Rede mit dem Händler. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll hier. Leere Chemiestation, schade. Ich will ja nichts kaufen, ich will ihn ja was verkaufen. Sorry, I didn't have what you needed. Come back soon. We restock often. Sollst du ihm was verkaufen, oder was? Hm? So, ich will einmal dein Inventar sehen, mein Freund. Was würde ich denn bekommen für... Ich habe jetzt halt auch hier für 8 Knochen. Ja? Will er nicht haben.
Knochen will er nicht haben. Nee, auch noch wählerisch, der Typ. Wie macht man das denn dann? Du klickst einfach, du sagst ihm, darf ich dein Inventar sehen? Ja, da war ich ja. Und dann klickst du deine Sachen an. Hm? Und dann zeigt er dir an, ob du es verkaufen kannst oder nicht. Ach so. Hier, ich verkaufe dir Geld. So. Und ein Lappen, den will er nicht haben. Kann gerade nicht rein, weil du drinne bist. Also was ich gerne gekauft hätte, wäre eine größere Tasche oder ein Bollerwagen. Also ich gehe jetzt auf die Knochen. Ja, die will er nicht. Habe ich auch schon versucht. Oh, Mais habe ich 10 Stück. Ja, aber die müssen wir ja noch anbauen. Ne? Ja. Ich sag's ja nur. Das hier, Stofffetzen. Hier. Will er auch nicht haben. Ich habe ihm Geld verkauft. Ja, der will ja gar nichts haben. Ich habe 9. Was kann ich denn davon kaufen? Ist ja dumm. Ich will nichts kaufen. Ich will gucken, ob ich hier was umsonst kriege. Lenk den mal schön ab da oben. Ich beklau ihn hier unten. Leerer Müll. So eine Schmiede. Eine zerstörte Schmiede. Ja, meinetwegen können wir wieder gehen. Quest erledigt. Achso, ich kann hier drinnen nicht abbauen. Also jetzt wieder zurück? Ja. Gehen wir wieder zur Basis. Neblig, ey. Oh. Ja, das ist ein bisschen doof, ne? Hier musst du aufpassen, hier ist noch ein Zombie. Ist ja schon unten. Ja, ich bin draußen. Das ist auch noch sein Schutzgebiet. Hier kannst du nie abbauen, den Baum. Also ich bin noch keine große Hilfe, ich warte noch auf Ausdauer. Und los geht's! Ich bin fit. Schlag sie kaputt, solange sie am Boden liegt. Ja! Level up. Echt? Vierte. Du bist schon Level 4? Mhm. Oh, okay, ich bin Level 6. Ja gut, ich habe schon ein bisschen mehr abgebaut. Wo bist du hin? Hast du mich hier alleine gelassen? Ich bin langsam, ne? Ich auch. Ich bin auch voll. Ja, ich weiß, aber ich kann nicht schnell laufen, weil mein Inventar überfüllt ist. Ja. Dito. Ja, ich denke, du bist betrunken. Oh, jetzt ist hier ein Zombie. Ja, wo bleibst du denn auch? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich gehe den Weg. Ich gehe über den Berg. Ich nicht. Ich gehe auf den Weg. Ne, ich wollte noch mal hier in diese komische Ramschütte, wo wir eben waren. Ja, ich muss erstmal alles wegbringen, damit wir das haben, bevor ich hier sterbe und das alles weg ist. Das sind nämlich noch Kieselsteine, deswegen bin ich auch nicht auf dem Weg, sondern gehe den anderen Weg. Wegen Zombies. Zombies. Zombies laufen alle im Gebüsch. Du verhungerst, du musst etwas zu essen finden. Oh, sind Nudeln, was? Oh, das sollte mich doch erstmal gesättigt haben. Immer noch, ich könnte immer noch was essen. Bestimmt, weil ich so überladen bin. Ich hab auch schon wieder. Guck mal, ob ich noch irgendwas essen kann. Du bist voll weit weg von mir schon.
Ne, ich bin jetzt im Weg. Ich bin jetzt auf dem Weg, von dem wir auch gekommen sind. Du bist hungrig, deine Maxi. Bist du doof oder was? Bin ich jetzt ständig hungrig, nur weil ich hier überladen bin oder was? Ich leg hier gar nichts ab. Gar nichts. Das ist alles meins. Ich habe das gefunden. Oh, hier kommt sogar noch ein Stein oben drauf. Hä, wo muss ich denn jetzt hier lang? Scheiße, kommt zu mir und ich habe keine Ahnung, wo ich hier gerade bin. Du bist irgendwo direkt vor mir. Aber ich bin nicht hier richtig? Ich sehe dich nicht. Du bist aber vor mir. Ich gehe direkt auf dich zu. Oh, jetzt kommen die ganzen Zombies. Bist du hier an der Hütte? Nein. Ist das ein Zombie? Das ist ein Zombie tatsächlich. Du bist ja schon gleich bei der Brücke, wa? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Einfach nur in mein Haus. Ich auch. Hallo, Gnädige. Ich wollte nach Hause. Wissen Sie den Weg? Rein zufällig? Ich muss da lang. Hey, wo bist du denn? Keine Ahnung. Wahrscheinlich laufe ich voll falsch. Ich kann noch einen Rucksack sehen. Ich glaube auch, dass du falsch läufst. Oh, lauf mal nix. Zu meinem Pfeil. Nein. Verbeuge dich vor deinem Gebiet. Also jetzt mal ohne Flachs, ne? Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Aber du gehst scheinbar doch richtig. Du bist schon fast bei der Brücke, ne? Keine Ahnung. Zum zweiten Mal, Alter. Kann doch sein, dass du die Brücke schon siehst. Naseweiß. Bin ich auf dem Weg. Ja, aber kann ja sein, dass du die Brücke trotzdem siehst. Es ist neblig. Ich sehe hier gar nichts. Kannst du bei Nebel nicht gucken, wa? Ich bin auf der Brücke gleich. Gammelfleisch. Ich habe erst gedacht, ich habe was richtig Geiles gefunden, weil es ein Rucksack war. Und ich dachte so, ein Rucksack hat immer guten Stuff drin. Aber dem war nicht so. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe einen Rucksack gefunden, aber altes Fleisch drin. Hm. Da hat bestimmt der Schüler, der mal zur Schule gegangen ist und gefressen wurde, da ein Hühnchen drin gehabt. Ein halbes Hähnchen oder sowas. Naja, jetzt ist er tot, ne? Das halbe Hähnchen, auch gammelig, gehört mir. Ah, ich bin bei der Brücke und du bist schon längst rüber. Als du mich gefragt hast, war ich kurz vor der Brücke. Hast du die Brücke da schon gesehen? Nein. Ja nicht. Kann ich dir da trauen? Es sind aber viele Zombies jetzt unterwegs, ne? Auf dem Hinweg. So weit kam mir das aber vorhin nicht vor, ey. Ja, da waren wir auch ein bisschen schneller, weil wir nicht so vollgeladen waren. Aber auf dem Hinweg, da hast du kaum welche gesehen. Jetzt auf dem Rückweg schon so ein, zwei mehr, ne? Der läuft auch, als hätte er Rasierklingen unter der Arme, ne? Du Penner! Oh, hat er das gehört? Oh, ich geh mal hier weiter. Schnell weg hier. Ach, Jasmin. Oh, 39 Minuten. So, dann würde ich sagen... Zapfenstreich. Wir beenden heute die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ihr seid mit dabei. Ich würde mich freuen. Und Horido, bis dann.
Ciao. Tschüss.